Schenkel. Hallo? Bitte? Da? Ja. Ja, ich hab grad ganz schön Hänger gehabt. Hier im Spiel oder was? Mhm. Wieso denn? Keine Ahnung. So, nächste Riege ist auch fertig. Ist jetzt hier reingetan, ich hoffe doch. Ja, sieht gut aus. So, dann könnt ihr direkt schon wieder loseiern. Wann brauchst du den roten Lehm? Den kannst du später einfach in die Kiste tun. Das wird, wie gesagt, wenn wir die Feuerwehr dann irgendwann mal bauen. Meinst du in der Mischkiste rein? Irgendwo, ich weiß halt nicht, wo der rote Lehm bei uns ist. Mischkiste. Ionalia kannst du ja dann wegschaffen. Und zuordnen. Ja, klar. Unsere Dienerin, so gesagt. Du kriegst aber schon Trinkgeld. Sei nicht traurig. Wie nett. Du kriegst 50 Cent pro Stunde. Gutes Angebot, oder was? Nee. Hauptsache, das Spiel macht doch Spaß, oder? Mhm. Ja, ich nicht. Ich hab 4x64er Stich. 4x64er roter gebrannter Lehm hab ich schon. Ich mach nochmal immer voll, danach gehe ich wieder zurück. Wer hat hier Pflaster schon gemacht? Ich. So. Oh, ich sollte mal mein Fleisch wieder auffüllen. Ich hab grad gegessen. Ich bin noch ganz. Wow, Wasser! Wow, das war aber knapp so. Alter Walter, du. Ich hab Marble gefunden. Soll ich auch Marble mitbringen? Nicht unbedingt. Marble noch. Brauchst du noch welche? Nö, ich glaube, da haben wir genug erstmal. Da müssen wir genug haben. Hört sich das an wie Erde aufbauen oder? Ja. Oder wie kloppen. Ja, dann kann das ja nur von mir kommen, aber keine Ahnung warum. Also ich höre es immer auf jeden Fall über die Kopfhörer. Das natürlich dann woanders zu hören, das weiß ich nicht. Hallo. Ich bringe jetzt den Lehm. Ja, du nimmst ihn in die Randkiste. Ja, die ist leer, die hab ich grad leer gemacht. Ach, du wirst in die Rammstufe rein. So, Mission erfolgreich beendet. Dinosaurus! Halloween! Den klinge ich doch immer. Ach, da ist ja mein Haus.
Ach ja. Jetzt kannst du laut sagen. Nalia hast du eigentlich eine Kiste hingestellt? Ja, ins Haus rein. Gutti. Muss mal ins Haus gehen. So. In welches Haus? In das Haus, was ich gerade baue, oder? Ja, natürlich. Gut. Das, was du gerade baust. Ich höre das Patrick. Ich höre. Ich auch. Patrick, ich meine, Romia, tu doch nicht in diese armen, kleinen, sinnlosen Lebewesen. Natürlich, die werden. Die haben auch Gefühle. Nee, die haben keine die haben Gefühle. Auch Gefühle. Niemals haben die Gefühle. Die müssen dran glauben, die müssen arbeiten. Ich hab mal eine Frage. Kann ich mir auch in Weg zur Straße bauen? Kannst du auch machen, ja. Dann muss ich hier aber eure Pflastersteinmauer zerreißen, damit ich durchkomme. Ich hab mir Stein, das hab ich. Hier ist eine Höhle. Egal, die würde ich jetzt nachforschen. Hab keinen Bock auf. Ihr wisst schon. Ha, alles weggeräumt. Feindi. Fein. Oh, seid ihr blöde Minions, ey. Fallt doch einfach runter. Tut euch selber weh. Alter. Das heißt, Dummheit stinkt. Die schämen sich schon. Also echt. Noch so eine Pflastersteinmauer übrig? Weiß ich gar nicht. Auch keine Ahnung. Ich muss noch mal eine Lampe holen. Weil das, was ich gebaut habe, gebaut habe, wird eine Disco. Ich finde dazu die Lampen. So nach dem Motto feiern, bis das der Arzt kommt, weil nebenan die Arztpraxis oder was? Genau! Ja, das passt da wohl. Ja. Wir trinken, bis der Arzt kommt. Aber hier das kommt mir so bekannt vor. Praxis Dr. Bum. Gestern. Dr. Dingsbum. Ach scheiße, ich bin halt eine Fledermaus. Aber echt. Arztpraxis Dr. Dingsbum. Wer kommt schon auf so einen Namen, Romiat? Du. Ja, Romiat. Das ist typisch Romiat. Natürlich. Muss sich ja lohnen. Naja, lohnen, das stimmt auch. Ja, das muss man dir lassen. Tüt.
Wo waren nochmal meine schönen Limps? So, Minions sind auch wieder da. Ja. Dann bring. Was kann man denn mit dem Pinsel machen? Immer noch anmalen. Ja. Cool. Ey, wo habe ich jetzt meine Lampe hingetan? Ich würde jetzt sagen, wir wandeln erstmal das andere Material noch um, was dann in den Kisten ist, der Cobblestone. Mhm. Dann würde ich mich jetzt gleich nochmal auf den Weg machen, ein paar Farbstoffe zu besorgen. Also hier so Blumen und so weiter. Ich weiß bloß nicht mehr, ich hatte mir mal einen Wegpunkt gemacht, aber irgendwie ist der weg zu der großen Blumenwiese, also wo die großen Blumen waren. Könntest du auch wieder Blumen gebrauchen? Ja, ich könnte gerne losziehen, wie ihr wollt. Ich habe noch genügend zum Umwandeln. Patrick, ich meine, Romiat, ich habe mal eine Frage. Könntest du warten auf mich, bis ich meine Disco fertig habe? Danach komme ich, da könnten wir da mal lostrampeln, oder? Jo. Was sagst du? Ich meine, mach noch schnell meine Disco zu Ende. Nee, nur, ich brauch Holz. Benalia, hast du auch Holz in deinem Haus gelassen? In mein Haus, nein. Ach, dann muss ich runter ins Lager laufen. Ja, ins Lager, im Keller. Im Keller ist Holz. So. Romy, was machst du jetzt? Bleibst du noch hier? Ich bin da hinten auf die Minen zu machen. Ja, bleib mal kurz bei Minions. Oh, noch Holz. Lunalia ist das hier. Unten ist Holz. Lunalia, hast du eben schon den braun gefärbten Ton? Schon weggeräumt. Danke, ich wollte gerade fragen. Holz, du stehst du denn? Lehm, Sand, Glas ist benehmende Erde. Ja, oder in der Zeit, wo du die Disco baust, geh ich nochmal. In der Zeit, wo du die Disco baust, geh ich nochmal hin und tu Lehm abbauen. Keine Ahnung, ob wir Schilder haben. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, eine Holzkiste. Die zweite von unten. Beim Holz, die zweite von unten ist Schilder drin. Unten im Keller. Die halbe Landkarte. Ich weiß genau, wo das Holz ist. Hä? Die zweite von was? Unten? Die zweite Kiste im Keller, wo das ganze Holz ist. Da ist die zweite Kiste von unten, ist, sind Schilder, sind alles. Ach, was da! Ja, danke. Ich nehme mal 10 mit, weil ich brauche sehr viele. Ja, nimm. Ja, dann mach ich da. Ich komme aus meinem Zauber. Ich komme aus meinem Zauber. Der Creeper muss vorbei. Der Creeper muss vorbei. Hier läuft ein Creeper rum. Klar. Ich explodiere gleich! Ja, yeah, ja, ich auch. Ach, Scheiße, jetzt hab ich schon wieder die Klingel abgebaut. Ach, Mensch, nimm mit links, aber mit rechts. Aufwachen! Was die Creeper-Polizei steht vor der Tür. Kann nicht, bin beschäftigt. Ich merk. Ich bin im Keller. Ich hör die Klingel noch nicht mal. Klingelung, Klingelung. Ja. Ja, bau dein Haus fertig, dann dass er auf Blumenjagd gehen kann. Hm, danach gehe ich mit Patrick. Ich meine, also mit wir Romiat. Haben also warum? Die Fledermaus steigt in die Lüfte. Die Fledermaus steigt in die Lüfte. Aber ich denke mal, die gelben werden ein bisschen knapp sein, oder? 64 gelbe Hammer. Ja, siehst du, ist auch nicht mehr so viel. Nee. Wir haben dreimal rot, also dreimal 64 rot. Was oh krass gut wäre blau. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, können wir ja mal gucken. Was sind das für welche? Aber blauer Farbstoff kriegst du aus Lapis dazu, das weißt du, ne? Nee. Doch. Wo waren denn jetzt nochmal die Arztpraxis? Hinter mein Haus, bei der Obstplantage, bei den Bäumen. Bin ich